Fantasie gedacht, dass wir eine so große Produktionsanlage mit kostengünstiger erneuerbarer Energie betreiben können? In Moses Lake machen wir aus Polyacryl die Carbonfasern für BMW-Elektrofahrzeuge. Im Rahmen von BMW Project I werden Elektrofahrzeuge entwickelt, die Verbundwerkstoffe benötigen, um das Fahrzeuggewicht zu reduzieren. Wir haben ein genau definiertes Herstellungsrezept, bestimmt durch Zeit, Temperatur und Geschwindigkeit. So lässt sich eine erstklassige Carbonfaser produzieren. Die Anlage von Moses Lake benötigt für den Herstellungsprozess sehr viel Energie, vor allem für die Öfen. Weit mehr als die anderen Werke in der Lieferkette. Deshalb müssen wir unbedingt sicherstellen, dass wir für die Produktion preiswerte erneuerbare Energie einsetzen. Dementsprechend suchten wir nach einem Standort, der uns mit kostengünstigem, energieeffizientem und nachhaltigem Strom versorgt. Ein fantastischer Platz. Vor 3 Jahren hielt ein Komitee weltweit Ausschau nach so einem Standort für unsere neue Anlage. Für Moses Lake haben wir uns entschieden, wegen der hervorragenden Arbeitskräfte, den zur Verfügung stehenden Flächen und natürlich vor allem wegen der Wasserkraft. Das Gebiet des Columbia Rivers verfügt, was die Wasserkraft betrifft, über das weltweit am besten ausgebaute Flusssystem. Die Staudämme Warnapoom und Priest Rapids versorgen unser Werk in Moses Lake preisgünstig mit erneuerbarer Energie. Das passt perfekt zu unserem Nachhaltigkeitsmodell. Mein Team greift nach den Sternen. Sie sehen, dass wir weit über das hinausgehen können, was andere in der Branche machen. Auf dem Weg sind wir derzeit unterwegs.